Moin zusammen und willkommen zurück zu Minecraft Skyblock, der Let's Play Together von dem Chaos Extreme und mich. Und ich weiß gar nicht mehr, warum ich hier stehe. Ich glaube, ich habe den Koppelgenerator, habe ich so ein bisschen ausprobiert, glaube ich. Habe ich das? Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe das letzte Mal. Ich bin auch total verpennt. Oh, es ist ja auch schon wieder so spät geworden. Ja, ich bin gerade ein bisschen müde. Ich nehme jetzt gerade einmal mitten in der Woche auf, weil Chaos und ich es nicht ganz geschafft haben, diese eine Woche mit Folgen vorzubekommen, als wir das letzte Mal Marathon aufnehmen gemacht hatten. Und ich bin gerade frisch von der Arbeit gekommen. Ich bin ein bisschen fertig und ich bin müde. Das passt doch super. Das ist genau das Richtige, was ich jetzt brauche, um Skyblock aufzunehmen. Ich finde, das ist eine super Idee. Und weil das so toll ist, werde ich mir jetzt was in die Hand drücken, damit ich auch was habe, wo ich nicht so viel machen muss. Ich werde mir jetzt die Angel nehmen. Dieses Server, dieses Plugin nicht, dass man sich hinsetzen kann, ist aber nicht so schlimm. Und dann werden wir angeln. Ich finde, das ist eine super Idee. Allein, um für mich jetzt noch mal erstmal zur Ruhe zu kommen. Vielleicht ein bisschen was anderes anmachen. Dankeschön. Ja, das macht mich wach. Das ist gut. Ich brauche jetzt gerade Musik, die mich wach hält. Das kennen wir ja schon. Und ja. Nein, das war zu spät. Ich bin doch schon voll der Angelexperte geworden und jetzt habe ich den Fisch nicht bekommen. Ah, wisst ihr, wie ätzend das ist? Oder machen wir das auch richtig schön, dass man die Angel nicht mehr sieht? Das ist natürlich doof. Dass man nicht nur das Interface unten ausblenden kann. Ich glaube, das könnte man ganz klein machen, dann würde das funktionieren. Aber naja. So. Ich kann jetzt auch gerne mal was anbeißen. Schon wieder zu spät. Jetzt bin ich unzufrieden. Es geht gar nicht. Ich brauche etwas an meinem Haken, um mein Selbstwertgefühl wieder zu steigern. Das wäre schön. Weil ich komme immer von der Arbeit und... Wow, ich habe einen Sattel gefangen. Das ist genau das, was ich haben wollte. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Wir haben ja nicht schon einen. Hier gibt es auch so viele Pferde. Dann, ich muss mein Selbstwertgefühl nicht steigern, wenn ich von der Arbeit kommen muss. Wenn man da so ein paar Leute sieht, die man nicht so gerne sehen möchte und wo man nur denkt, bitte verlasse meinen Arbeitsplatz. Ja, es gibt so einen bestimmten Herrn, den hasse ich wie die Pest und der war heute wieder bei mir auf der Arbeit. Und dann denke ich, so, blöd Mann, der meckert nur rum. Egal was du tust, egal was du sagst, der ist nur am Rummeckern. Aber lassen wir das. Das ist jetzt schon fast 2 Stunden her, dass der da war. Ich brauche mich nicht mehr über diesen Kerl aufregen. Ja. Oh, guck mal, ein Haken. Cool. Jetzt können wir uns eine Redstone-Kiste bauen. Ich weiß gar nicht, wie macht man sonst eigentlich Haken? Die kann man auch craften. Ich habe aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Vielleicht nur mit Stock und Eisen obendrauf. Würde ich jetzt mal ganz stumpf behaupten. Naja. Oh boy. Okay. Das lasst euch mal auf der Zunge zergehen. Wow. Die ist wertvoll. Die ist so fucking wertvoll. Die packe ich jetzt in diese Kiste und ich werde sie niemals benutzen, weil die so verdammt wertvoll ist. Wow. Wow. Ja, jetzt habe ich 100% Selbstwertgefühl. Alles in Ordnung. So, Selbstbewusstsein ist auch noch 180%. Wow. Volltreffer. Das ist das erste Mal, dass wir hier auf Skyblock eine verzauberte Angel angeln. Und das ist gleich so eine hammermäßige Angel. Das ist ein Traum. Kann mich mal jemand aufwecken? Ich träume wahrscheinlich auch gerade nur. Ich glaube nicht, dass das hier ein Traum ist. Das ist, glaube ich, gerade passiert. Hoffentlich habe ich das auch auf Band. Sonst wäre das jetzt blöd. Ich kann auch mal wieder einen Fisch anbeißen. Das wäre voll knorke. Geht doch. Könnt ihr auch mal die Position ändern, dass wir uns hier hinstellen? So. Ich weiß zwar nicht, was das viel bringt. Nicht besonders viel. Weil der Haken trotzdem dahinter an der Wand klebt. Na gut, dann stelle ich mich hier auf das Lilypad. Und dann angeln wir von dem Lilypad aus eine Runde. Das ist eine super Idee.
Finde ich doch klasse. Na, beiß doch mal wieder an hier. Cool, ein Viech. Lüpp. Kühl das oben. Sehr weit oben. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich glaube nicht. Ne, ich glaube, da ist der... Ups, das wollte ich gar nicht. Bisschen zu weit oben. Moment. Das sieht besser aus. Ich glaube, da können Fische anbeißen. Das ist gut. Ich habe gerade so ein bisschen Lust, eine Folge zu machen, wo ich einfach nur hier stehe und angel. Einfach mal gucken, was dieses kleine Tümpelchen hier so alles ausspuckt. Was sich da alles drin befindet, das ist ja der Wahnsinn. Vielleicht müssen wir auch einfach nur ganz viel Müll in diesen kleinen Tümpel reinschmeißen. Dann kriegen wir irgendwann voll das geile Zeug. Na gut, das geile Zeug haben wir schon mit dieser Angel, aber man weiß ja nie, was da noch so alles vorher rauskommt. Momentan gar nichts. Ah, doch, da kommt was. Eine Schüssel! Wow, ich freue mich! Eine Schüssel, das ist der Wahnsinn! Wow, das ist geil! Wow, ich hab mich noch nie über so eine Schüssel gefreut. Ach, Männer. Aber wir haben es mehr, in Anführungsstrichen, Müll rausgeholt, als Fische. Es steht 3-4 für die Fische. Für den Schrott, nicht für die Fische. Gegen die Fische. Ich mag Fische. Ich bin nicht gegen Fische. Fische sind cool. Ich mag Fisch. Ich hab Fisch voll gern. Können auch ein bisschen mehr Fisch rauskommen. Wir haben genug zu essen hier. Ich glaube nicht, dass wir so schnell sterben werden, wenn wir jetzt mal keinen Fisch bekommen. Ich möchte auch nicht unbedingt Fisch jetzt angeln. Ich möchte eigentlich mehr Schrott angeln, weil ich gerne echt wissen möchte, was wir noch alles kriegen. Das ist natürlich alles zufallsbasiert, das ist klar. Fisch. So ein Name-Tag wäre doch mal was. Wir haben zwar noch keinen Amboss und ich wüsste nicht, was ich damit machen sollte, aber ich hätte gerne einen Name-Tag. Weil ich würde gerne mal versuchen, Kogo zu benennen, was bestimmt nicht funktionieren wird, weil ich ihn dann angucken muss. Und der mag nicht gern angeguckt werden, wegen seiner Locke, wissen wir ja. Die ist nicht gerade sehr toll, seine Locke. Ich finde die Locke toll, aber er selber findet die Locke nicht so toll. Oh, da war ich ein bisschen zu spät. Oder zu früh. Ich glaube, eher zu spät. Diese Spannung, sie ist unglaublich. Habt ihr das jemals gesehen in Minecraft? Diese Angel-Action. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, das macht es auch nicht schneller. Aber man kann es ja mal probieren. Und eine Fische. Eine wertvolle Fische. Ich mag Fische. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Fische mag? Also ich mag ja Fische, ne? Fische sind toll. Sind gesund. Ja, Fische sind auch gesund. Und ich glaube sogar Meeresfische sind gesünder als Flussfische. Wegen des Salz. Die Salzwasser. Ah, der Kugelfisch ist auch wieder da. Haben wir ja noch nicht genug von. Können wir uns ja einen Unterwasserarmungstrank machen. Aber das können wir nicht, weil wir keine Nektarwarzen haben. Gut, das mit der Lohnroute hat sich jetzt wahrscheinlich erledigt. Weil das mit der Lohnfarm nicht so ganz funktioniert hat. Leider. Ich wollte gerade leider und schade gleichzeitig, habe ich leider gesagt. Okay. Das werden wir mal erwarten. Mein Kopf ist nicht ganz für dich heute. Jetzt beiß mal was an. Da hinten in der Ecke ist bestimmt was. Ich weiß ganz genau, dass da hinten in der Ecke was ist. Ich verspüre es. Und zwar ein Viech. Okay, jetzt nehmen wir die Ecke. In der Ecke ist bestimmt was total Tolles. Guck mal, wie der Köder sich bewegt. Ich sehe das in seiner Variation des auf dem Wasserschwappens, dass da hinten in der Ecke was sehr Besonderes ist. Noch ein Fisch. Nimm mal wieder die Ecke. Nimm mal die Ecke. Vielleicht ist da ja der große Schatz.
Das One Piece! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was wird das One Piece wohl sein? Ist es ein riesiger Goldschatz? Ist es die Erfahrung, die man gemacht hat während seiner Reise dahin? Oder sind es die Teufelsfrüchte? Nee, ist es ein Fisch. Man weiß nicht, was das One Piece ist. Ich bin gespannt. Ich habe so die Vermutung, dass es entweder wirklich die Erfahrung der Reise ist, die Strapazen, die man auf sich genommen hat, um diese Reise zu bestreiten. Oder ob es die Teufelsfrüchte sind. Ich glaube eigentlich schon fast ein bisschen mehr, dass es die Teufelsfrüchte sind, obwohl ich nicht wüsste, was das, Weil ich glaube, ne? Wer von euch von One Piece schaut oder liest, könnt mir ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, weil ich glaube, dass es einfach nur ein riesiger, fetter, guck mal, noch ein Haken, Goldschatz ist. Glaube ich nicht. Ich glaube eher, entweder dass es die Teufelsfrüchte sind, wie gesagt, oder halt die Erfahrung, die man gemacht hat während seiner Reise. Halt dieses kleine Stück Leben, das man dort geopfert hat, um dorthin zu gelangen. Weil der Gold Roger war ja auch einer, der lange unterwegs war und die ganzen Weltmeere bereist hat. Oh, ich guck mal, Sushis. Ah, oh, Lederstiefel. Cool. Die sind noch klatschnass vom Wasser und ich zähle die sofort an. Geil. Das ist so eine schlaue Idee, ich weiß es nicht. Was soll ich mit den Haken machen? Ich weiß es nicht. Da plätschert Wasser auf den Steinen. Das war, glaube ich, gerade der Fisch, der da hingeschwommen ist. Jop, da ist was nicht ganz richtig. Da kommt wieder was. Oh, es war zu spät. Ja, Monster unter der Plattform. Ich weiß. Ich sollte nicht den ganzen Tag hier stehen und angeln und dumm vor mich hinquasseln. Aber das mache ich gerne. Es macht Spaß. Weil das ist mein Leben. Das ist mein One Piece. Mein One Piece ganz tief in mir drin. Oh mein Gott, das war philosophisch. Ja, habe ich mir ganz allein ausgedacht. Bin ich stolz drauf. Hol ich mir ein Patent jetzt drauf. Und dann ist es meins. Und niemand darf das sonst sagen. Oh, Fisch. Ja, sonst haben wir noch nichts anderes geangelt. Man kann ja alles angeln. Alles. Die ganze Welt kann man sich angeln, ja? Wenn man richtig angelt, ne? Dann kriegt man auch alles. Aber ich finde es interessant, dass ich bis jetzt immer noch kein Nametag hier gefangen habe, weil meistens nach dem zweiten oder dritten Mal, wenn ich dann hier stehe, also überhaupt irgendwo stehe und angeln, habe ich ein Nametag. Aber es ist halt so was passiert. Ah, da war ich so schlecht. Meine Maus ist schon wieder stehen geblieben. Okay, ich kann mich nicht mehr bewegen, weil meine Maus nicht mehr möchte. Ich habe mir immer noch keine neue geholt. Nee, Maus will nicht mehr. Maus sagt nö. Aber die Tasten funktionieren noch. Ich glaube schon fast, dass der Laser nicht mehr ganz in Ordnung ist. Naja. Jetzt geht er wieder. Ganz, ganz plötzlich. Wow, funktioniert. Ist da noch in der Ecke was oder muss ich mir eine andere Ecke suchen? Wollte ich eigentlich gerade machen, aber da hat meine Maus aufgehört zu funktionieren. Ja, ist da noch was? Oh, doch, da ist noch was. Ein Viech. So. Klabüstern wir nochmal die Ecke ab. Ob da noch was ist? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. In binnen weniger Sekunden wird ein Fisch in der Schnelligkeit eines Torpedos an diesen Köder heranrasen, mir die Angel aus der Hand reißen und damit in den Weltraum düsen. Okay, es war doch nur ein kleiner Fisch. Na gut, dann gehen wir mal hier hin. Bisschen Abwechslung in diesem Part muss ja sein. Die Ecke hatten wir nämlich noch nicht. Mal sehen, was es dort so Schönes gibt. Spannung. Oh. Ich weiß nicht warum, aber. Starre den Köder an. Möge er mir Reichtum geben. Reichtum an Fisch. Und Haken. Und Schüsseln, nicht zu vergessen. Und Sattel. Brauchen wir alles. Oh, verdammt, war ich zu spät. Na gut, ja nicht. Ich sortiere mal kurz. Alles, was wir nicht brauchen,
was wir brauchen. Okay. Ich wüsste, was ich da noch machen könnte. Ganz schnell. Diesen Kugelfisch an mich nehmen und nochmal meine Angel auswerfen. Ich glaube, ich war in der Koppelmaschine das letzte Mal. Ich war drüber nach. Sollte mir angefangen, vorher noch mal in den Part reinzugucken, was ich gemacht hatte. Ich weiß, dass ich ein Schild... Oh, ich habe ein Schild geschrieben für Chaos. War ja oben bei der Plattform. Ja, was wollte ich? Da könnte man gleich auch noch mal kurz gucken, was er geantwortet hat. Bin da schnurstracks hier hingelaufen, weil ich angeln wollte. Ich so einen Bock drauf. Und das müsst ihr jetzt alles ausbaden. Versteht ihr? Baden wegen Wasser. Aha. Okay. Ich sollte sowas lassen. Das Angeln vielleicht auch, weil jetzt beißt nichts mehr an. Die Fische sind abgehauen, weil ich schlechte Witze mache. Weil krieg ich nur noch einen Stock. Oh Mann, na gut. Dann legen wir die Angel weg. Das hat doch keinen Sinn mehr heute. So. Ich kann es immer noch nicht fassen. Das ist eine... Besser geht's eigentlich gar nicht mehr, ne? Kann man etwas Besseres haben? Haltbarkeit vielleicht noch. Aber sonst... Das ist keine schlechte Angel. Aua. So, ich gehe erstmal pennen. So. Und gebusch. Dann nehme ich mir meine Kartoffel. Und nein, dann gehen wir mal zur Plattform. Schau mal, was der Chaos geantwortet hat, weil er wollte ja oben eine Aussichtsplattform oben drauf bauen. Und da wollen wir doch mal eben gucken, was er da geantwortet hat. Hallo Monster. So, okay. Ah, wollte erst einen eigenen Aussichtsturm bauen, aber ich dachte mir, das würde zu voll eingeengt wirken. Ja, wir haben eine riesige Plattform, ich glaube ja. Gut, okay. Und da steht Gammelfleisch, okay, da ist ein Skelett, das interessiert mich gerade nicht, die Bohne. So, ich wollte, da, grüne Farbe wollte ich haben. Geht das, wenn man das einfach so ins Inventar und dann so? Ah, guck mal. Grüne Schüchchen. Ah, ich habe grüne Schüchchen. Ah. Sind mir zwar ein bisschen zu hell, die müssen eigentlich dunkler, aber ich habe grüne Schüchchen an. So. Hallo, Mr. Skelett. Er sieht mich nicht, weil ich hinter einem Zaun stecke. Das Skelett muss da aber weg. Nee, das geht gar nicht. Moment. Da hinten sind ein paar tausend Creeper. Okay, die schauen sich gerade den Marktplatz an. Macht ihr das, Mann? Wow. Okay, da wird sich Chaos freuen, dass da wieder ganz viele Creeper rum. Keuchen und Fleuchen. So, dann machen wir mal eben noch den Sattel hier rein. Die Schüssel und die Haken. So. Ich habe noch einen Stock. Den Stock packen wir damit rein. Frisch geangelt. Und die Fische... Lachs, okay. Und Kabeljau. Ich habe noch ein paar Pfeile. Hallo, Rüstung. War Schuhe. Und die Pfeile packen wir da oben natürlich rein. Und dann würde ich mal sagen, wir schnellen mal hier oben aufs Dach hinauf. Gucken, was hier so los ist. Nicht viel. Außer ein Horde Creeper. Eine Horde. Dieser Winkel sieht das aber auch sehr interessant aus. Doch, finde ich schön. Gut, dann soll es gewesen sein. Haben eine kleine Angelfolge gemacht. Und ja, muss auch zwischendurch mal sein. Ich weiß zwar noch immer noch nicht, was ich mit dem Name-Tag will. Ich würde echt gern versuchen, Hugo zu benennen, wenn wir das nächste Mal Enderman sehen, den Hugo nennen. Das wird nicht funktionieren, weil er uns schlagen wird. Schlagen. Er wird uns schlagen und das ist nicht so gut. Hat er die Monsterfarm ausgemacht? Angemacht? Ich glaube schon. Naja, ich bleib mal hier oben, weil hier oben ist schön. Und ich würde sagen, das war's dann bis hierhin. Beim nächsten Mal auf jeden Fall beim Chaos vorbeischauen. Und danach sehen wir uns dann wieder hier bei mir, bei Minecraft Skyblock. Also tschüss. Bis dann. Hallo, Fackel. Na? Du siehst komisch aus. Okay. Tschüss.